Herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment. Patchstand Wurdelkehr auf dem Privatserver Rising Gods im Schlingendorntal in Kromgol. Wir wollen uns Bangalasch Kopf holen. Wir haben Post. Gucken wir mal rein. Würgetang für 30G. Kupferring. Echt. Marine des Kommandanten. Die gehen Tatsache für 30G raus. Und weiter geht's. Bangalasch ist gleich hier auf der anderen Seite von dem Flüsschen. Schon mal vordrücken. Da war die Lebensanzeige angeschaltet. Und jetzt hoffen wir mal, dass er auch da ist. Denn unter Umständen hat er eine Respawn-Zeit von 30 Minuten. Das wäre schade. Da ist er. Yibihu und zack, da geht's schon los. König Bangalasch hat 5577 Leben, ist gar nicht so ohne und vor allem bei 20-25% spawnen dann, nein, jetzt schon bei 50% wahrscheinlich die beiden Ads und die machen natürlich auch mal guten Damage. So, und was? Die spawnen gleich. Mhm. Ja. Fein, hilft mir natürlich. Und dann machen wir jetzt erstmal einen Quantensprung. Ja, alles andere bringt nichts. Hier hoch und geben mal die Quest ab. Bis gleich. So, hier sind wir wieder beim Jägerlager. Die Quest lassen wir noch wieder links liegen. Das machen wir, wenn wir alle Seiten beisammen haben. 1, 2, das nehmen wir, her damit. Jawohl, Level up. Sucht ihr was Bestimmtes? Und hier kriegst du das. Was skillt man jetzt? Auf dem Weg nach unten. Ja, die kritische Hammer des Zorns. Effekte, jawohl, nehmen wir mit. Das kann nicht schaden. Und wir machen einen Quantensprung zur Ogerhöhle. Bis gleich. So, hier sind wir unten, nicht ganz vor der Ogerhöhle. Ich wollte es noch mal zeigen. Stützpunkt Adventure Co. Kennt ihr dort, wo wir den Schredder geklatscht hatten und auch die Kristalle von den Geologen geholt haben. Und hier ist die Höhle. Ich bin außer Reichweite. Da oben war der Panther. Baktera, den wir auch uns schon einverleibt haben. Was machst du denn? Du rennst hier rum. Und wir rennen jetzt in die Höhle. Natürlich könnte ich die hier vorne auch schon klatschen, mache ich aber nicht. Ich ja, warte, bis drei auf einer Stelle stehen. Huch, hier könnte ich auch mal den. Da rastet ja mal gleich aus. Stopcasting. Oh ja, noch. So. Da ist schon Mauris Schlüssel. Hier haben wir einen Haufen Erze. Ach komm. Nehmen den auch gleich. Und wir müssen leider sehr weit rein, bis ins Ende der Höhle. Hier könnten wir mal Mineraliensuche einmachen. Na, warst du gleich blind, ne? Und hier geht's weiter mit dem da und gebe ihm direkt ins Gesicht. Ja, da müssen wir uns jetzt mal durchprügeln. Zack. Zack. Und, naja, komm, Weihe gestellt. Das wird schon reichen. Na, wir gehen schon mal gut Damage. Haben wir es denn endlich mit den zwei Äxten Skill? Ja. Ja, da reicht eine kleine Heilung. Aber ich glaube, da mache ich gleich wieder das Erzeugs aus hier, Christian Meise. Was ich durch Zufall sehe, sehe ich. Und im Moment, wenn ich was brauche, gehe ich es holen. Wie gesagt, in den Gebieten, in denen wir schon waren. Und ansonsten brauche ich nur noch ein Befrill, um es zu sondieren. Hier ziehen wir eine große hoch. Zack. Und zum Juve-Skillen brauchen wir sowieso nur noch Dorium.
Bergbau sind wir schon drüber. Bauplatten. Den Sport hätte ich mir sparen können, aber da machen wir es so und. So, wir haben ganz schön gut leben, wa? Ja, 2000. Fast so viel wie ich. Und zack. What? Pariert. Hier will man her. 24 haben wir die schon. Ja, haben wir. 6 Stärke, 5 Ausdauer, 5 Willenskraft. Verliere ich 3 Beweglichkeit und kriege wesentlich mehr dazu. Ja gut, verzichten wir mal auf den Crit. Ungern, aber was soll's. Nein. So. Zack. Ach, der kann ja wieder nicht laufen. Da kann doch nichts nicht laufen. Mann, was sind denn das hier? Ach, du wartest bis der andere. Mhm. Wieso liegen hier so viele Skelette? Das stimmt mich nicht gerade positiv. Wenn ich sehe, was die Caster hier machen. Alter Schwede. Der haut mal gute Schellen. So. Den würde ich am liebsten auslassen, aber ich kenne mich. Thema auslassen. So, hinter mir ist im Moment keiner. Damit kann ich mir den angucken. Da hinten ist der. Zack. Na gut, wenn der nicht mitkommen will, dann machen wir erstmal die. Dann kann ich in Ruhe. Ja. So viel dazu. Oh. Kurz an, jetzt kommt kein. Komm, dafür Hammershand auflegen. Der macht ja mal krass Damage. War jetzt nicht unbedingt nötig, Hand auflegen, aber dafür haben wir's. Wieso nicht nutzen? Nisch. Das dahin, das dahin. Das dahin. Damit war auch beantwortet, warum da so viele Leichen liegen. Also Skelette. Das waren ja mal Leichen. So, dann haben wir das auch. Und ja, wir rennen mal raus. Und die gehen wir auch gleich ab, denn wir bekommen noch eine Folgequest. Also machen wir wieder einen Quantensprung. Bis gleich. So, hier wieder in Gromgol. Und wir geben mal schnell die Quest ab. Das ist ein anderer im Hinterland. Ganz ruhig. Und abgeben. Manne ja, Manne sieht sich. Bringt den gefüllten Seelenedelstein zu Nimboja. Jo, 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 mach mal. Alles klar. Und der ist dann hier unten wieder drin. Das machen wir auch gleich. Oder machen wir einen Quantensprung bis da runter. Machen den, machen das hier alles mit. Also bis gleich. So, und hier sind wir wieder in den Ruinen von Aburatz. Wo wir vorher mal Sansils Mixtur geholt haben und hier Chucky 10 Daumen. Da müssen wir jetzt zügigst hier ran. Und dem das Ding verpassen. Und das looten, denn hinter mir war gerade noch einer. Der hier unbedingt so ein etwas größer aus, wie ich so schnell wieder den kaputt gemacht habe. Ach ja, übrigens, siehste. Bam, 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 bam. Das hätte ich ja fast vergessen, fällt mir gerade ein. Hier an der Küste gibt es nämlich eine Drop-Quest. Musste keine Mobs klopfen. Musste looten. So, was? Steinschuppen. Oha. Würde ich jetzt schon wieder gerne angeln. Hier ist so eine Flasche. Kannst du aufmachen. Und wenn du Glück hast, den brauchen wir, das nicht. Ist mal drin, der Raptor, Raptorfleisch? Nein. Gibt's eine Quest? Und die brauchen wir sogar noch als Questjäger. Dann reiten wir mal hier runter. In der Hoffnung. Ab und zu sind hier auch noch welche. Aber die meisten sind dann wieder da unten oder drüben auf der Insel. Echt Silber.
Nein, wir machen hier weiter. Das kann ich mir später immer noch holen. So, und dann Kopf nach unten und immer schön suchen. Ich glaube, hier selber waren keine. Moment. Da unten müsste es wieder... Nee, hier vorne waren auch... Da ist wieder eine. Auch wieder welche. Oh, so viele Erze. Überall steht mein Name dran. Raptorfleisch, Mist. Da könnte man ja schon fast hier wieder alle Mops schnetzeln. Das können wir natürlich auf dem Rückweg machen. Hier runterwärts gibt es noch mehrere Flaschen. Das ist übrigens die Insel, von der ich sprach. Wieder nichts. Mann. Ich brauche doch diese Quest. Ich würde sie viel zu gerne mitmachen. Schon wieder Steinschuppenaal. Hier müssen wir dann die Materialien abgeben. Den Wein und hier die Buzzardflügel gekocht. Damit wir dann den anderen Boss rufen können. Wo wir den Elite auf der Insel gelegt haben. Nicht, nicht? So, hier ist keine mehr. Kein Fläschchen mehr. Oh, hier vorne haben wir auch noch eine Quest. Und zwar das hier looten. Und das auch looten. Und das machen wir auch ein bisschen Trick 17. Na komm mit. Zack. Dann stellen wir den hin. So, hier. Dann sorgen wir so. Und dann machen wir das so. Ja, wenn du mich hier entworfen hast, machen wir das so. Dann läufst du schon mal nicht weg. Und dann machen wir das so und dann legst du dich hin. Und dann machen wir das Auge in Schnupftabak. Oh, das wird knapp. Das Wichtigste ist das. Das ist nicht so schlimm. Hier ist von Schneider was drin. Kannst du dir ein Rezept kaufen. Blutsiegelbefehle. Blutsiegelkarten, das war schon mal fett. Schnupftabak dahin. Welches Bananenbrot kannst du essen? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Und jetzt setzen wir mal wieder auf. Gucken nochmal hier rum. Mal noch so eine Flasche finden. Ansonsten schnetzen wir jetzt hochwärts die nächsten Mobs und dann werden wir es ja sehen. Hier ist leider nichts. Ansonsten muss ich mal auf die Insel rüber gucken. Und ich sehe es ja dann, wenn es getroppt ist. Und schnibbel das mal. Eiskalt zurecht. Aber erstmal probieren wir das auf die bekannte Art und Weise. Wir müssen ja hier die auch noch töten. Und genau. So, da können wir den noch mitnehmen hier. Zack. Und zack. Da haben wir die nicht weg. Wobei die nichts gesagt haben, dürfen wir wegkommen. Mach doch. Dann ist das schon gut so. Jawohl. Flüchtig herum. Das behalten wir mal. Ach, den brauchen wir ja dann für die T0,5-Reihe. Wenn wir sie denn irgendwann mal machen. Ja, aber da muss ich dann die anderen mit einschalten. Nicht, weil es so schwer ist, sondern da brauche ich ganz bestimmte Materialien. Oder ich kaufe es aus dem Auktionshaus. Wenn es die denn dann mal gibt. Das ist immer so eine Sache. Brauchst ein Inji, ein Eichi und alles gut geskillt. Zack. Zack. Und natürlich das komplette Tenu-Set vorher. Das alte Level 60. Hab ich da was gesehen? Nö. Hier ist noch einer von denen. Aber vorher gucke ich hier nochmal am Strand lang. Nicht, dass ich hier noch eine Flasche übersehe.
Kann ja sein, dass die schon wieder nachspawnt. Ich muss näher ran. Was ist das denn? Goi. Ich hab nur die Ecke glitzern sehen. Was ist wahr, wusste ich nicht. So, dich haben wir. 7 von 15. Zack und zack. Und zack und zack. Jawoll. Schnupftabak haben wir auch. Ach, das war Schnupftabak. 7 von 15. Schwadroneure brauche ich nur noch 2. Was sind aber keine mehr. Genau, das sind neu. War mit A, war. Und wir düsen gleich mal auf die Insel rüber. Und da wir das erste Mal dorthin machen, geht's im. Und hier haben wir die Insel Jagueru. Den brauchen wir nur noch. Nekmani Quellbrunnen. Ja, den holen wir uns auch noch. Hier ist es ein bisschen schwieriger. Die sind hier halb im Wasser drin. Was war's? Nein, immer noch nicht. Da hinten steht noch eine da oben drauf, wie ich gerade so aus dem Augenwinkel sehe. Du bleibst da. Manchmal hilft es ins Wasser zu gehen, manchmal hilft es mit der Maus ein bisschen drüber zu gehen. Zeig mal her. Wart, Bauplan. Zerrissene Notiz ist es nicht. Das hat sofort gequalmt. Und ja, dann reiten wir mal einmal hier rum. Immer Blick zum Strand. Hier drüben sind glaube ich keine mehr, also wieder auf der anderen Seite. Und das hat einen Grund, warum ich so weit zum Strand gucke. Nicht, dass ihr da auf der rechten Seite ein bisschen was seht. Möchte ich aber nicht spoilern. Es wurde ein Käufer für meine Auktion gefunden. Verzierte Tigeraugen-Halskette. Schön. Fein. Kauft, kauft, kauft. Zu Ostern wurde es besser. Ja, das waren die 1000 G. Zack. Aber ich nehme ja im Voraus auf, ne? Wisst ihr ja. Jetzt gerade sogar noch mehr. Mitte Mai bin ich mal für ein paar Tage im Urlaub. Und da versuche ich natürlich den Sendeplan normal einzuhalten. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Ob ich da ein bisschen strecken muss, werden wir sehen. Aber ich versuche es erstmal. Und wir reiten hier weiter. Da sind die Schiffe. Zu denen müssen wir dann auch noch als Folgequest. Und hier dürften bald wieder die nächsten Fläschchen auftauchen. Ich rühre mal ein bisschen mit der Maus. Sehen kann ich noch nichts. Das waren aber sehr wenig, die wir insgesamt gefunden haben. Hier irgendwo sind wir an Land gegangen. Aber hier sind wir an Land gegangen. Hier unten drauf noch welche? Nee. Hupf mal, ne? Tauch mal unter. Was im Rand vergessen? Nee. Maja. Ich schalte euch dann zu, wenn ich es gefunden habe. Hier haben wir die Quest. Einnehmen, finden. Hier ist nochmal eine Zerknöte. War sogar direkt hier in dem Gulasch. Und was braucht man denn noch? Schnupftabak machen wir allgemein. Smuts Entersäbe ist klar. Schwadroneure, genau. Sind die schon wieder da? Jawohl. Ich bin nämlich auch eine ganze Weile hier hin und her geritten. Man sieht's schon. Puffs abgelaufen. Zack, zack. Da haben wir den
auch. Schnupftabak können wir uns noch aufheben. Der droppt nachher sowieso noch, wenn wir zu den Piraten müssen. Dann nehmen wir uns den noch und den noch. Ach komm, stell meine Weihe, das dauert sonst so lange. Zack. Seite 1, die brauchen wir doch noch. Schön. Jetzt dürfen es nur noch 3-4 Seiten sein, die wir brauchen. Ja, wir müssen wieder darüber. So, jetzt sind wir hier wieder auf der Insel. Jaguero. Und da oben ist schon diejenige, welche die Nachricht geschrieben hat. Ihr wollt sprechen? Ihr hascht und erschlagt König Mucklau. Mach ich. Wenn Miezekatze Tatze mich loslässt. Da ist er! Deswegen wollte ich euch den nicht zeigen, ne? Sieht niedlich aus. Cool. Ein Riesen. Kann aber nichts, wie man sieht. Außer geskilltes Umfallen. Mal so. Roll und. Pum. Na, oh, Schein, machst du das? Zack, legst du dich hin. Oh. Schweingeber. Ja, fast auf mich draufgefallen. Anna, wenn hier gleich zwei hier stehen, genau. Dann muss ich doch das mitnehmen. Das Riesenangebot. Stein verkauf mal. Mefrill wird sondiert. Da kommen Gutsternrubine raus. Das war's? Jawohl. Das machen wir noch nicht. Das machen wir später. Da müssen wir jetzt hin. Das wird dann der nächste Quantensprung. Bis gleich hier an der Ecke. So, hier sind wir bei der Ecke. Wie ich sagte, ist ein bisschen höher geworden, als ich dachte. Hier geht's runter nach Booty Bay. Hier geht's auch nach Krumgol. Hier geht's rüber zu dieser Höhle, wo wir die drei Splitter geholt haben. Und hier geht's immer dem Weg lang. Einmal hier rum. Das sind wir, glaube ich, schon geritten. Ne, sind wir noch nicht. Das war weiter oben. Da war wieder so ein Stealth Panther. Und hier kommen wir auch zu dem letzten, was wir erkunden müssen. Man kann sich's leicht machen zum Erkunden hier lang. Da sind die Mobs einzeln. Gibt auch wieder viele Erze hier. Da siehst. Und dann kannst du hier hinten hoch. Hier irgendwo hoch. Kann man hoch. Um die einzelnen Mobs hier. Musst du dich nicht hier komplett durchschlagen, wo der Doppelspawn ist von diesen Nagas. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, hier hinten rumzugehen. Man kann sie gezielt abholen. Ja, hier drin stehen links und rechts gleich etliche. Und wenn du da in dem Levelbereich von dem Nagas reinguckst, geht's Licht aus. Und da haben wir die Erforschung. Ich glaube, die rennen nicht weg. Da können wir das gleich so machen. Haben wir wieder einen Erfolg. Oh. Da, komm. So, da haben wir das erste Akari-Schiff. Oh. Das packen wir gleich mal zur Seite. Was war das? Ach, das war die Ausrüstung. Handgelenke 12, Ausdauer, Nasenring. Mhm. Da weißt du, was das für eine Nase ist. Zack, 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 so. Ach komm, dann nützt mal den Instant mal für die Heilung. Dahin und dahin und dahin und dahin. Seite 8. Ne, haben wir schon. Ich dachte, jetzt gibt's richtig Glück. Zack und zack. Und da haben wir einzeln. Und fupp.
Und fump. Und dann haben wir wieder ein Einzel. Machen wir hier Inventar zu. Jawohl, noch ein Schild vor. Dann siehst du, wenn du hier reinguckst, von dort kannst du mal die zwei Buddy pullen und den hier mit. Aber hier steht eigentlich noch einer mehr. Und das ist ein Warm-up. Lord Zagrasis. Normalerweise steht da oben nämlich keiner. Ah. Da ist er abgelaufen. Und das nehmen wir so. Und das nehmen wir so. Hier drüben sind wir sowieso hin. Etwas looten. Gib mal her. In Zepter. So, dann gibst du mal das Wasser her. Im schlingenden Teil. Ja. Überall echt Silber. Eine Kiste habe ich gar nicht gesehen. Mensch. Voll dran vorbeigerannt. Süßer Nektar haben wir 20 einstecken. Das können wir jetzt eigentlich auch schon wieder tauschen, ne? Dass wir den wegmachen und den und ein Silber. Oh. Und das und das und das. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeugs. 66 Kupfer. Das ist die nächste Kiste. Guck mal überall rein. Haben wir jetzt verdient. Hier oben ist gerade keiner. Da nehme ich auch keinem was weg. Ansonsten hätte ich es natürlich für euch gelassen. Ich kann ja auch reingucken, ob ich was davon brauche. Und lass nur einen trinken drin. Nee, ne? Machen wir nicht. Wow. Schon mal nicht schlecht. Nö, lasse ich für euch. Da bin ich mal kein Schwein. Wer weiß, wer es findet. Wer findet, kann es behalten. Ah, ja. Würziges Muschelfleisch. Oh, echt Silber. Ob ich würde es einstecken? Nee, ne? Lass mal. Ach doch, komm, nimm mit. Es ist noch grün. Da können wir das hier hinten auch mitnehmen. Wird ein echt Silberring des Kommandanten. Habt ihr ja vorhin gesehen aus dem Briefkasten. 30 Gold. Hm. Zack, zack, zack. Watch. So, was haben wir denn noch? Oh, Schnupfen, Tabak. Entersäbel. Akari Schilfrohr haben wir hier. Ja, da kommt noch einer zu sehen. Den nehmen wir dich. Wir machen jetzt nicht. Ich will gerade meckern, dass er ausgelaufen ist, aber naja. Wie dem so ist, manchmal kriegst du es immer hinterher geschossen. Zack. Zack. Naja, den kriegen wir auch noch los. Ups. Nimm mal den Mana-Trank. Oh, noch mehr. Seite 18. Brauchen wir auch noch. Ah ja, aber jetzt hier übertreibt man nicht mit dem ganzen Muschelfleisch und so. Raus. Raus, 66 Kupfer, das brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir auf jeden Fall. Ja, ich hätte so hochlaufen können, aber hätte ich euch das ja so nicht so schön zeigen können. Mit dem Tumbo laufen. Schüsse? Ja. Was packe ich denn dann noch raus? 3 Silber, 7 Silber, 8 Silber, 7 Silber, 28 Silber. Habe ich da mal kaputt? 6. Oh, alles so teuer. Den kannst du mal essen. Jawohl! Und doch mal ein Erfolg. Schmeckt wie Hühnchen. Zack. Einfach alles reinhauen. Durch Würstchen. Was kann ich noch? Mittleres Leder raus. Schmerzball raus. Das hatte ich doch gerade rausgeschmissen. Warum ist da noch was? Was?
Haben wir doch alles fertig. Wieso klopfe ich denn hier noch? Jo, dann machen wir Quantensprung nach Booty Bay. Bis gleich. Beutebucht. So, wir stehen jetzt hier in Beutebucht vor. Huch, nein, in der Bank. Und warte mal, schieb mal hier rüber. Da packt man das mal mit auf die Bank. Hauptsächlich 18, 14, 16, 18. Seite 1 dahin. Da fehlen noch ein paar einzelne. Das hier mal auch auf. Und hier mal die erste Quest abzugeben. Akari Schilfroh. Das war's schon. Fein. Freut mich tierisch. Hier haben wir dich. Was kann ich für euch tun? Mauris Fuß. Danke. 1380. 10 Ausdauer mit 2 Stärke und 20 Ausdauer. Ist das besser? Wow. Hallo. Und Dampfdruckpapier. Mein. Jetzt können wir es mittlerweile schon annehmen. Müssen es mit annehmen. Wir haben nur noch 19 Quests. Sind hier bald fertig. Und dann nehme ich auch die mit an. Und übrigens für die andere Quest hier kriegt man auch den Wein, den man dort... Dschungelrankenwein, da kannst du ihn kaufen. Hier kannst du das mal verkaufen. Bleib gut drauf. Das mit dem Buzzardflügel nicht. Falls du jetzt nicht weißt, worauf ich hinaus will. Und wir lautschen mal weiter hier hoch. Um eine Ecke und hier hin und nehmen das mal mit rein. Tranrek in Gatgitzahn. Ich bin gut drauf. Du kriegst das hier in die Hand gedrückt und ich hol die Kapitäne. Da hast du recht, da hast du da. Und wir geben hier oben noch die andere Quest ab. Der wollte sein Auge wieder haben. Braucht ihr Hilfe? Ja, du willst die Hilfe haben. Da hast es. Hier verkaufe ich nochmal fix. Ich liefere nur feinste Ware. Das da braucht man nicht. Ordne hier mal ein bisschen um. Schnupftabak. Ach, da haben wir erst 10 davon. Und reiten hier wieder raus. So, und hier sind wir direkt von den Schiffen. 1, 2, 3, da sind die Kapitäne natürlich am Ende. Hier ist es manchmal wichtig, wenn man auf die Quest geht, dass man das anlässt. Hier gibt es nämlich eine Top-Quest, die keine Top-Quest ist, sondern Unlicht im Frachtraum. Das kam von unten drunter. Ungünstig. Das habe ich doch. Und? Jawohl. Können wir den so nehmen? Boom. Boom. Ja, komm, machen wir das so. Nein, du rennst nicht weg. Was? Da kommt das Geräusch, als hätte er geschnitten und hat dann doch nicht getroffen. Ja, machen wir das gleich so und so und so. Kein Instant für den. Die. Nein, du rennst nicht weg. Hier möchte ich auch nicht allzu viele pullen. Das könnte nämlich in die Hosen gehen. In die Binsen sozusagen. So, das gucken wir uns nachher an. Den. Und da kommt noch ein Mager dazu. Stellen wir uns mal kurz um die Ecke. So. Dann mal den Seebären. Und hier ist nämlich er hier noch. Und so wie ich das gerade sehe, brauche ich jetzt erstmal eine große Halle.
Und dann den. So, dich haben wir lieben. What? So. Und den fällst du auch um. Und da haben wir schon mal den ersten Kapitän. Ach, hier setze ich mich mal. Und so. 6 haben wir auch noch nicht. Was ist das? 10 Hammer. Schön, da haben wir sie ja wirklich bald alle zusammen. Ich dachte, die Truppen komplett random, aber scheint wirklich gebietbezogen zu sein. Das Ganze nochmal. Na komm, dann stellt's in der Weihe und so, genau. Muss aber schon mal ein bisschen vorwärts gehen. Das Wichtigste ist, dass die hier, na gut, komm hier, nicht wegrennen. Sonst ist hier immer alle am Hals. Und das fetzt mal hier auch nicht. Hier müsste noch oben einer stehen. Jo, jo. Ich dachte, da steht hier um eine Ecke. Naja, kann man sich täuschen. Hier können wir gleich jetzt Heilung verwenden. Hier ist zu wenig los. Hier stimmt was nicht. Scheint aber doch so zu sein. Das ist immer noch keine Quest, ne? Nee, nicht Stahlauge, genau. Flottenmeister. So. Jawohl. Jawohl, da kommt noch einer. Dann machen wir das in Weihe. Da ist die schon weg. Dann machen wir das so mit einer großen Heilung. Und so und so und. Was? Ist das jetzt so? So, und du noch und so und sieht völlig planlos aus, ne? Macht nichts. Passt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es total planlos ist, aber ja, ist es. Da muss man hin. Und weiter geht's zum nächsten Schiff. Zack. Und Schnauzeknopf. Siehst du? Oh, der wurde getroffen. Und die Elf. War das nicht die, die wir noch brauchten? Jawohl. Wahnsinn. Wie viel brauche ich noch? 2. Oh, da haben doch noch nicht alle gedroppt. Am Anfang waren es sehr wenig, das stimmt. Jetzt mal einmal gucken. Nee, das macht mir einfach nur die Sicht. Da ist der. Hab ich die Schiffe vergessen? Zu dicht. Oh, hier sind 2. 3. Ja, macht die Weihe Sinn. Machen wir eine große Heilung und. Der ist weg. Der ist weg. Jawoll! Hier kommen noch mehr. Und das Stillwasser kommt auch noch dazu. Und so und so. Und dann machen wir mal eine große Heilung. Was ist denn mit dir da? Achso, du rennst schon. So, komm, Stillwasser. Ach, ich kann auch casten, siehst du. So, da die Quest nicht angezeigt wird, müssen wir jetzt mal nachgucken. Huch. Am Ende müssen wir runter. Mal gucken, ob es die gibt. Ansonsten müssen wir wieder auf beide andere Schiffe zurück. Aber ich dachte, das wäre hinten das linke Schiff. Von der Seite, wie wir gekommen sind. Da. Ach komm, alles so. Und dann hier und los nochmal. Fum. Jawohl. Magiestoff.
Da ist Magie drin. Ja. Dann machen wir das so und so. Und so, da legst du dich schon mal hin. Die 14 haben wir schon. Und dann nehmen wir dich. Damit und damit. Und damit. Und hier haben wir gleich den nächsten. Was haben wir hier? Die 20 haben wir auch noch nicht. Hä? So viele können doch gar nicht fehlen. Aber anscheinend doch. Oh, hier ist noch eine Kiste. Nichts drin. Mhm. Hier ist nichts zu sehen. Hätte ich vielleicht auf mein Gefühl hören sollen und da runter gehen, ne? Im zweiten Schiff. Mann. Dann müssen wir nochmal dahin. Quantensprung. So, ich habe mich mal hier runtergeprügelt. Es ist wirklich das zweite Schiff. Nein, nicht nur, weil ich es einfach sage. Es ist wirklich das zweite Schiff hier unten. Genau, gleich hoch. Hier unten liegt diese Quest. Einfach rum. Normalerweise ist ein Ausrufezeichen drüber. Aber haben sie ja wahrscheinlich vergessen. Löst das Rätsel in den Sümpfen des Elends. Müssen wir demnächst auch hin. Und die 26 ist auch noch getroppt. Ach ne, die haben wir schon. Ich dachte schon. Zum Glück haben wir sie schon. So, hier raus, hier rum. Dann zeige ich es euch auch nochmal. Da, das war das linke Schiff. Hier geht's zurück nach Booty Bay. Und da werden wir uns gleich treffen. Quantensprung. So, hier sind wir wieder in Beutebucht beim Flottenmeister Seehorn. Geben das ab. 7 Stärke, 15 Willenskraft. Nein, braucht man nicht. Ich war schon bei der Bank, habe uns mal die Seiten von der Bank geholt. Die 25, die 27 habe ich noch gekauft. Da oben seht ihr es. Preis verrate ich nicht. Wie geht's? Hier, du kriegst deinen Schnupftabak. Und dann haben wir hier alles weg. Das ist ja cool. Ich werde hier unten noch einen Ruhestein legen. Und wir sehen uns gleich in Krummgoll zur Questabgabe. Bis gleich. So, willkommen zurück in Krummgoll Basislager. Dieses Quantengespringe wird uns leider immer weiter verfolgen. Aber ich muss euch ja nicht die ganzen Wege zeigen. Das wäre ja Quatsch. Und hier packen wir gleich noch den zweiten Skillpunkt rein. Und dann müssten wir langsam runterkommen zum Kreuzfahrerstoß. Jawohl, mit 50. Hier gehen wir die Quest noch ab. Und braucht man nicht. Macht zwar mehr Angriffskraft, aber nein, nehme ich nicht. Dann nehmen wir den und können den verkaufen. Jawohl. Gehen wir dir in die Hand. Und dann machen wir mal einen Quantensprung. Hier wieder hoch. Und nehmen noch die Quests da oben an und geben die wieder ab. Bis gleich. So, hier sind wir wieder am Nessingberry Expeditionslager. Was kann ich für euch und tun? Können gleich mal hier annehmen. Und annehmen. Man sieht sie. Und annehmen. Mögen eure Reisen sicher sein. Und annehmen. Hallo? Und annehmen. Ich bin ganz oben. Und abgeben. Was geht euch durch den Kopf? Und abgeben. Schön, euch und abgeben. Ich bin ganz und hoch. Jawohl, abgeben. Und damit haben wir die Quest auch fertig. Und noch einen schönen Erfolg dazu. Das Zeugs brauche ich nicht. Klopfe ich mir auch nicht auf meine Rüstung drauf. 7 Stärke, 4 Ausdauer. Es ist halt Platte, ne? Und ich habe Platte schon ein. Meine ist wieder besser. Und ja. Dir den Ehrenfreund. Ich habe schon ins Questlog geguckt. Ich zeig's mal pauschal, was wir hier alles haben. Bam, 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 bam. Was war das? Düstermarschen.
Ach, die Hochlandkloster Desolés. Da müssen wir in die Sümpfe des Elends. Düstermarschen, Hinterland, Brachland, das ist Desolés, Feralas, Aradi Hochland, das machen wir später, Sümpfe des Elends, Hinterland, Sümpfe des Elends, Gatgezahn, Schimmernde Ebene, Tanaris und Gatgezahn. Heftig, das sind, ja, beim nächsten Mal Quantensprünge ohne Ende. Wir fangen langsam an, arbeiten uns dann durch und müssen etliche Quests auf jeden Fall abgeben. Wir haben jetzt 17 Quests einstecken. Demnächst wollte ich mit euch Ödland und Sümpfe des Elends questen. Das wird sonst nichts. Ja, müssen wir mal eine Weltreise machen, Quests abgeben. Die Quests sind nicht schlecht, dass man die so kriegt, dass man die dann überall abgeben muss. So seht ihr die ganzen Gebiete und könnt euch aussuchen, wo ihr hin wollt, wo ihr weiter questen wollt. Und wenn ihr das schon mal gemacht habt, wisst ihr das, was euch am liebsten ist. So, und da könnt ihr dann gezielt dort weiter questen. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Ende einer Folge. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Zuschauen, Vorbeischauen, vor allem fürs Zuschauen. Dankeschön. Und wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patchstand Waddle K auf dem Privatserver Rising Gods. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.